Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Das erste Feld ist abgeerntet. Das zweite geht jetzt auch. Ich kann nur dafür das Schneidwerk schnell ausschauen, ob das repariert ist oder nicht. Das können wir auch mal reparieren. Ja, nicht vollständig. Passt. Man tut es dann einmal waschen auf, damit alles sauber ist. So. Dann gehen wir die Sonnenblumen ernten. So, da fahren wir jetzt einmal ein Vorgewende danach wie in Hölfer starten, weil dann kann ich nämlich die Firmen abfahren. Wir haben ja gestern schon geschaut, wie der Status bei den Firmen ist. Ist ein bisschen was zu machen, halt Fabriken, so. Ich habe mir jetzt noch was überlegt, damit würde ich jetzt schon einen Kursstaller kaufen können. Aber dadurch, dass in einer Stunde jetzt wieder finster ist, habe ich es jetzt mal nicht gemacht, weil wenn ich dort drei Felder fertig ernte und kein weiteres Feld nachher noch erntereif ist, dann können die Nacht verspulen. Und die Arbeiten, was ich sonst in der Nacht mache, Wiesenmähen oder Holzweiden, das habe ich schon am Tag gemacht, und beim Holzweiden habe ich gesagt, da brauche ich einen Wald wieder. Drei Bäume habe ich nun auch. Und dafür braucht man wieder Gold. Dafür wäre nicht schlecht neue Produktionen oder größere, mehrere. Weil das kriegen wir schon hin. Und wenn es gut geht, wenn es echt gut läuft, können wir am nächsten Ingame-Tag, wenn ich vielleicht ein paar Missionen sonst in der Nacht noch mache, die Salatfabrik kaufen und die Apfelplantage. Klein Olafur. Das wäre super. Ja, der Kursstall und die Salatfabrik. Ich habe einmal so Pi mal Daumen jetzt drüber gerechnet. Das, was ich an Silage kriege, generell in der Nacht, wenn ich Missionen nicht mache und vielleicht noch eine Joker ziehen, die Gülle verkaufen bei den Schweinen, Mist verkaufen bei den Schweinen, dann das, was ich beim Schlachterstein habe, kann ich auch verkaufen. Und die Pferde könnt ihr auch noch verkaufen. Sie sind zwar nicht voll ausgewachsen, aber würde gerne.
Apropos Pferde. Ich weiß, bei Nelles 22 gibt es ja jetzt eine Reproduktion von den Pferden. Als ob der Game, das er jetzt beim 16er deswegen auch integriert worden ist. Weil bei mir steht dort Reproduktionsrate. Entweder mir ist er vorne aufgefallen. Oder es ist durch irgendein Update jetzt gekommen und ich habe nichts mitgekriegt. Ja, was ich weiß, habe ich ja immer 15 Pferde gehabt, ich habe jetzt 16. Bis es auf den Preis hineinschaut. Wenn ich ein neues Pferd müsste bekommen haben, ist jetzt eigentlich billiger, so wie die anderen. Theoretisch, was dort steht, in 45 Minuten hätte ich wiedergehen. Ich kann mich jetzt täuschen, aber mir wäre es neig, dass ich eine Reproduktionsrate hätte, beziehungsweise dass die sich jemals vermehrt hätten. Es steht eine Reproduktionsrate alle 4 Stunden. Das heißt, alle 4 Stunden ist er dann neig gekommen. Da müsste die um einiges mehr eigentlich haben. An Pferden. Das können wir jetzt noch gleich anschauen. Schick da mal am Hof jetzt los. So. Und die Tiere da. Pferde. Hä? Bin ich jetzt oder was? Ja. So. Ich hab vorher wie bei den Pferden wo ich so eine Anzeige gehabt. Reproduktionsrate nächstes Tier. Das Mist und Gülle habe ich nicht gehabt. Und die war hundertprozentig da, das weiß ich. War ich bei den Schafe drin? Okay, vergesst das, was ich gesagt habe. Haben wir nicht Reproduktionsrate bei den Pferden. Aber die bringen schon mal 22.000, wenn ich nachher eine Nacht warte, dann zu mir bringen. Die könnt ihr nachher verkaufen. Und nachher mal eine besorgen. Schweine. Schweine könnt ihr um mich bringen auch wieder, aber lassen wir mal wachsen. Und die Schafe haben wir gesagt, lass mal wachsen, ob da ober geht, nämlich, das wäre nämlich neugierig, ob das unter 4 geht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, Diesel, Wasser,
Nehmen wir mal den Hänger und fahren wir mal runter zu unserem Drescher, dass wenn er ruft, wir gleich da sind. So. Dann also mit ihm quasi auch schon. Du sagst dafür, dass wir um Mitternacht noch einmal ein bisschen mehr gut gehen. Hof, bitte, ich hab kein Hof bei dir, warum auch immer. Alles wieder mit der ganzen Steuerung. Ja, Helfer weg. Gut, was können wir noch machen inzwischen? Mit die Falter her gesehen sind wir gut. Ich muss nur schauen, wenn man es abgeerntet. Braucht kein Kalk, muss nicht gepflückt sein. Könnt das erste Mal gleich düngen. Das können wir mit dem auch machen. Dafür ist er eigentlich gerichtet. Was er für Gessen hat, das Ziel erreicht. Nein. Das Schneidwerk kann auch stehen. Das ist jetzt unpassend.
der Schalken in einem Orangen. Dann schicken wir wieder zurück zum Hof, aber da haben wir wahrscheinlich auch keinen direkten Kurs. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben einen Kurs von den Schlachter zu den Schweinen und von den Schweinen zum Hof. Probieren wir es. Was soll schief gehen? War eine dumme Frage, was? Da kann es voll schief gehen. So, dann zu diesen jenen welchen. Muss ich abhängen. Schaut jetzt nur, dass das nächste Feld, was auch Sonnenblumen ist, noch nicht zu 100% erntereif ist. Oder hätte ich gleich wieder alle drei Felder gleichzeitig machen können. Aber leider. Warte mal. Ich komme halt mein PC lauter vor wie sonst. Verstehe zwar gerade nicht ganz, aber ich muss es nicht ganz verstehen. Ja, Schulter sind definitiv einmal die Lüfter für die CPU. Obwohl der nicht wirklich warm ist. Okay, das was ich sagen wollte ist da grün, 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 alles grün. Zum Teil halt noch. Deswegen heute noch nicht ernten.
Aber da kann ich mit dem Düngen beginnen. Und jetzt ist das dämliche Lenkrad wieder, weil ich da ausgekupft bin. Hin und wieder ist ein Wahnsinn. Ja, das ist halt wieder eine Folge, was mir nur eine scheißt. Da muss auch sein. Aber nichtsdestotrotz ist für heute die Folge wieder vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder farmen. In diesem Sinne, macht es gut.